Hey! Einen wunderschönen guten Abend. Diesmal bin ich wieder hier mit meiner Princess Baha. Hallo meine Lieben, wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Abend und sagen herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Live-Talk heute, auf den viele von euch hingefiebert haben und gewartet haben, und jetzt ist es soweit. Und ja, wir möchten eigentlich gar nicht so sehr um den heißen Brei herumreden, sondern direkt auch in das Thema einsteigen. Aber wir lassen euch jetzt hier erstmal peu à peu ankommen. Und da schreiben schon ganz viele: Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. So, so cool. Hallo aus Österreich, hey. Schreibt da jemand. Meine Schwester ist auch am Start. So cool. Ja, vielleicht weißt du es ja, der Live-Talk wurde mal verschoben. Das war my fault. Hat mir gar nicht so gepasst, weil eigentlich verschiebe ich nichts. Ich will nicht jemand sein, auf den man sich nicht verlassen kann. Ja, aber ich glaube, das ist in all den Jahren fast nie vorgekommen. Aber dafür jetzt umso besser, umso explosiver. Und ja, du weißt ja, alles hat irgendwo seinen Grund. Zumindest möchte ich daran glauben, möchte ich das sehen. Und ja, das wird ein ganz, ganz spannender Live-Talk. Und du weißt, der Titel heißt: Wie viel Mensch steckt noch in uns? Und vielleicht ist das die wichtigste Frage, die wir uns jeden Tag stellen müssen, wenn wir in der Früh aufstehen. Wie viel Mensch steckt noch in mir? Wie viel Mensch will ich in den Tag platzieren? Bin ich überhaupt noch ein Mensch? Brauche ich eine Erlaubnis, Mensch zu sein? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Laufe ich vor meinem eigenen Menschsein weg? Muss mir jemand sagen, was es heißt, Mensch zu sein? Muss mir jemand zeigen, beibringen, was es heißt, Mensch zu sein? Wie viel Mensch steckt noch in uns? In dir, in mir, in uns allen? Und in welche Zukunft wollen wir gemeinsam gehen? Und wie wollen wir die gestalten? Wie wollen wir die gemeinsam designen, definieren? Und weißt du, wir wollen heute mit dir über die aktuelle Zeit sprechen. Und du weißt, wenn man darüber spricht, dann befindet man sich auf einem Minenfeld. Das heißt, egal wo du hingehst, egal was du sagst, irgendwo macht Boom. Oder? Mhm. Und es fühlt sich so an, als würde man auf einem dünnen Eis sich bewegen und man hat Angst, irgendwo einzubrechen. Und ich weiß, dass, wenn wir heute darüber sprechen werden, dass wir irgendwo einbrechen werden. Wir können es nicht vermeiden. Der einzige Weg ist zu vermeiden, dort einzubrechen in diesem dünnen Eis, ist nichts zu sagen. Und es gibt einen Teil in mir, ja, der möchte das. Ich will nicht einbrechen. Und du willst es auch nicht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir das Risiko eingehen, dort einzubrechen. Wenn wir für irgendetwas, was wir tief in unserem Herzen fühlen, einstehen wollen. Und das wollen wir dir in diesem Live-Talk geben. Wir werden dir keine ultimative Lösung hier geben können, weil wir sind nicht allwissend und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen wird, was passieren wird. Aber wir stehen für etwas ein, wir leben für etwas. Und vielleicht können wir dir heute Impulse schenken, Impulse geben, wie du mit dieser ganzen Zeit umgehen kannst und wie wir gemeinsam diese Zukunft wirklich in die Hand nehmen können. Selbst wenn wir das Gefühl haben, dass diese Zukunft eigentlich jetzt schon durch unsere Finger gleitet, dass wir die Macht und die Verantwortung zurückholen und das tun können, was in unserer Kontrolle und in unserer Macht steht. Und darum geht's heute. Es wird ja so viel über diese ganze C-Thematik gesprochen. Wir bekommen das überall zu lesen und überall zu hören, und ich glaube, wir sind alle angepisst, wir sind müde, wir sind geschlaucht von diesen Diskussionen, die auf der Oberfläche irgendwo an der Spitze des Eisbergs stattfinden. Und niemand möchte tiefer blicken und sich mal die Frage stellen, was hinter diesem roten Vorhang Corona passiert, was eigentlich in dem unsichtbaren Feld passiert. Wir sind doch alle müde geworden, darüber zu diskutieren, was das Richtige ist, was das Falsche ist, wer was zu tun hat, wer was zu lassen hat. Und ich glaube, diese Erschöpfung kannst du spüren. Wir sind erschöpft davon, nicht ehrlich zu uns und zu der Welt um uns herum sein zu können.
Und ich weiß nicht, ob das nach diesem Live-Talk mit uns beiden hier sich für dich verändern wird. Aber eins möchte ich dir sagen. Jeffrey und ich, wir sind die Experten für das Unsichtbare. Ich das Unsichtbare im Feinstofflichen, das höhere Selbst, und Jeffrey für das Unsichtbare im Unterbewusstsein und in der inneren Schattenwelt. Erwarte von uns nicht, dass wir über die Spitze des Eisbergs mit dir sprechen. Wir wollen vielleicht hier und da mal den Finger in eine blutende Wunde stecken und an den Teil in dir auch appellieren, der eine Sehnsucht spürt nach Eigenverantwortung. Wir erleben heute die schwierigsten Zeiten, die wir als Mensch erleben könnten. Und wir haben das alle gemeinsam mit verursacht. Und solange wir dieser Wahrheit nicht in die Augen blicken, werden wir nichts verändern können. Und dort müssen wir einsteigen, um diese brutale Spaltung und Diskriminierung, die stattfindet, auch zu einem Ende bringen zu können. Und so wie Jeffrey gesagt hat, es ist nicht leicht, über dieses Thema zu sprechen. Und du weißt ja, dass Jeffrey und ich seit Anbeginn dieser C-Zeit, Corona-Zeit, immer wieder dazu Stellung genommen haben und es nie einfach war für uns. Und wir wollen an dieser Stelle auch all die Influencer und Blogger in Schutz nehmen, die vielleicht zu selten oder gar nichts zu dieser Thematik sagen, weil du kannst nur Verfeindung auslösen. Es wird da draußen irgendwen geben, dem wird es nicht passen, was du sagst. Und die Menschen werden das, was du sagst über dieses Thema, aus dem Kontext reißen und dich so darstellen, als wärst du das Monstrum. Und das wird vielleicht hier mit unserem Live-Talk auch passieren. Und ich möchte dich bitten, dass du im Hinterkopf behältst, dass wir uns sehr, sehr verwundbar zeigen in diesem Live-Talk und nicht zurückhalten werden und dir erzählen werden, was wir wirklich denken über das Ganze, was gerade passiert. Etwas, was du auch wissen solltest, wir haben hier für dich keine ultimative Lösung. Wir können dir nicht sagen, was das Richtige ist, was das Falsche ist, was du zu tun hast, wie du dich zu entscheiden hast. Das Einzige, was wir dir geben können, sind Impulse, damit du beginnst, in dem unsichtbaren Feld zu arbeiten. Und uns beiden ist es bewusst, dass das viel mehr Arbeit macht, wie wild um dich herumzuschlagen, wie ein schreiendes Kind einfach nur Lärm zu machen, wie Menschen irgendwelche Vorwürfe zu machen und Hassenergie zu performen. Wir wissen, dass innere Arbeit, dass spirituelle Arbeit viel Arbeit macht und dass das nicht unbedingt der einfachere Weg ist. Aber es ist der einzige, der einen wirklichen, echten, positiven, heilvollen Welleneffekt haben kann. Und das kannst du. Dafür bist du da. Vielleicht hast du es einfach nur vergessen. Aber heute wollen wir dich daran erinnern. Ein Statement vielleicht direkt vorab, bevor du uns gleich in irgendeine Schublade schiebst. Jeffrey und ich haben uns gegen die Impfung entschieden. Wir beide sind nicht geimpft. Was aber nicht heißt, dass wir per se gegen die Impfung sind. Wir beide sind gegen den Zwang, gegen die Unterdrückung, die Diskriminierung und die Spaltung. Und die Manipulation. Und die Manipulation, die dahinter steckt. Und wir wollen hier in diesem Live-Talk mit absolut offenen Karten mit dir auch sprechen und dir sagen, wie wir aktuell zu dieser ganzen Situation stehen und wofür wir uns entschieden haben. Und Fakt ist, wir können dir und dürfen dir keinerlei Empfehlungen geben über irgendwelche medizinischen Behandlungen, die du an dir durchführen lässt oder nicht. Wir sind die Experten für innere, seelische, spirituelle Arbeit. Und ehrlich gesagt hat Corona nicht erst vor 3 Jahren begonnen. Es hat viel, viel früher begonnen. Und wir haben es verfehlt, meiner Meinung nach, schnell genug gewisse Trends in der Gesellschaft zu verhindern.
Und das ganze Vorspiel, bevor Corona angefangen hat, ist meiner Meinung nach das, über das wir heute sprechen sollten. Wow, sehr schön. Ja, ich fand es so spannend, du hast vor dem Live-Talk zu mir gesagt, vielleicht müssen wir in die Zeit vor Corona reisen, um die Lösung für die jetzigen Probleme zu finden. Weil du, vielleicht stimmst du uns zu, das Thema ist ja so aufgeladen und dieser Vorhang, der leuchtet, oder? Und egal, wo man ist, man spricht sofort über dieses Thema. Das ist sofort ein Bindeglied für so viele Menschen. Und vielleicht sehen wir vor lauter Bäumen den Wald gar nicht mehr. Vielleicht sehen wir die möglichen Lösungen gar nicht mehr, weil wir immer nur noch einen einzigen roten Vorhang sehen. Und der ist scheißrot. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit geht sofort auf den roten Vorhang. Und wir haben vielleicht verlernt oder wir haben vielleicht nicht den Mut, hinter den Vorhang zu blicken. Und hinter den Vorhang meine ich nicht, dass wir jetzt alles wissen müssen, oder weil ich glaube, dass das gar nicht möglich ist. Ich glaube, dass wir immer einen Teil vermissen, dass wir nie das große ganze Bild haben können. Wir sehen immer nur einen Teil. Du siehst einen Teil, ich sehe einen Teil. Und gemeinsam, wenn wir uns mal wieder zusammenreißen würden und uns verbinden würden, egal wie du, was du von der aktuellen Situation denkst, meinst, wie deine Haltung dazu ist, dann würden wir wahrscheinlich gemeinsam echte Lösungen finden. Und würden mit dieser ganzen Diskriminierungskacke aufhören. Und weißt du, wir werden in diesem Live-Talk auch einfach das Wort Impfung in den Mund nehmen. Ich werde auch Covid sagen, Corona sagen. Und ich weiß, dass Instagram das vielleicht wieder da markieren wird. Oder vielleicht gibt es auch ein paar Hobby-Sheriffs unter euch. Die melden mein Video gleich, weil ich das gesagt habe. Und falls es diese Sheriffs unter euch gibt, gib uns in diesem Live-Talk eine Chance. Hallo, Sheriff. Gib uns eine Chance, weil wir kämpfen alle für das Gleiche. Mm. Wir alle wollen Leben. Wir alle wollen Gesundheit. Wir alle wollen Sicherheit. Ich tue nicht so, als will ich das nicht. Mm. Wir alle wollen das Gleiche. Aber wir haben vergessen, dass wir alle in dem gleichen Scheißboot sind. Und ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spaltungsding. Ich muss da auch aufpassen, dass ich selber nicht wütend werde und dann beginnen auch noch zu spalten. Weil wir verlieren uns so schnell darin, weil mich das so aufregt, dass ich plötzlich das ganze Ding auch noch beginne zu nähern. Und da wollen wir ebenfalls heute einen Schritt zurückgehen und ein Stoppschild aufstellen. Wir müssen uns die Frage stellen, was war vorher, bevor das Ganze begonnen hat? Vielleicht müssen wir unseren Mind, unseren Geist zurücksetzen, davor ansetzen. Und dort nach Lösungen suchen, weil die Probleme, die du heute siehst, sind die Spitze des Eisbergs beziehungsweise die Akkumulation von dem, was vorher schon immer da war. Es ist einfach nur sichtbar. Und wenn wir uns mal kurz lösen von der aktuellen Zeit und zurückgehen und uns die Frage stellen, was war denn vorher schon alles da? Was ist denn vorher schon alles schiefgelaufen? Und uns ist es gar nicht aufgefallen. Wir haben es als normal erachtet und es war einfach okay. Das waren einfach, die Dinge sind einfach so gelaufen. Und ich glaube, dass diese ganze Corona-Thematik ein extrem leichtes Spiel hatte. Und das ist ja die Botschaft, die wir immer wieder bekommen, dass man bestürzt ist in den universellen Sphären darüber, wie schnell das Ganze ging. Wie von einem Tag auf den anderen es vollkommen normal ist, dass wir Hassenergie offiziell, öffentlich performen dürfen. Und vielleicht haben wir Menschen nur darauf gewartet, dass Corona kommt, damit wir endlich mal öffentlich verurteilen und hassen dürfen. Dass wir diese Energie mal performen dürfen, dass wir uns endlich mal auskotzen dürfen. Und wir kotzen ja das aus, was in uns war, und das ist der Selbsthass. Die Menschen sind verfeindet. Sie hassen sich selbst. Und sie projizieren diesen Selbsthass, weil sie damit nicht klarkommen und weil sie nicht daran arbeiten, projizieren sie jetzt nach außen. Und es betrifft alle Fronten, versteht ihr? Da geht es jetzt nicht darum, ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist, was du denkst, was du nicht glaubst. Wir verfeinden uns gegenseitig. Und das, was jetzt passieren konnte, das wurde vorbereitet, viele Jahre vorher. Und Jeffrey und ich, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich habe etwas kommen sehen. Niemals hätte ich gedacht, dass es eine Pandemie sein wird.
aber ich wusste, irgendwo muss dieses fragile Kartendeck, das muss einstürzen. Und es muss einstürzen, damit wir endlich mal unsere Menschlichkeit wiederfinden. Dinge, die vor Corona schon existiert haben. In der Politik ging es nie um deine Gesundheit. Der Politik, deine Gesundheit in die Hände zu legen, das ist das Widersprüchlichste überhaupt gewesen. Und es war uns eigentlich klar, schon vor Corona. Und jetzt ist es irgendwie so selbstverständlich, dass da diese Grenzen vermischt werden und dass gewisse Instanzen Aufgaben übernehmen, die überhaupt nicht für diese Instanzen gedacht sind. Also als würde jetzt der Magen den Job vom Herzen übernehmen. Dafür ist der Magen gar nicht gemacht. Der soll das machen, was ein Magen macht und nicht das, was ein Herz machen sollte. Gesundheit ist ein eigenes Business. Und schon vor Corona wussten wir alle, dass Gesundheit nichts mit der Pharmaindustrie zu tun hat. Und dass das Gesundheitssystem kein Gesundheitssystem ist, sondern ein Krankheitssystem. Dass es da um ein Business geht. Und wenn man da so unter Menschen ist und darüber spricht, niemand ist darüber verblüfft und sagt, ja klar, das ist ein Unternehmen, das ist ganz normal, da geht es ja um ein Business, die wollen ja auch ihre Zahlen und ihre, was weiß ich, ihr Business aufrechterhalten. Es ist ganz klar, dass da ein Interesse besteht, dass du krank bleibst, damit diese Industrie weiter existieren kann. Und ganz wichtig, das heißt nicht, dass die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, dass die alle die gleiche Intention haben, dass es nur ein Business ist. Das sagen wir nicht. Bitte gut zuhören. Wir kennen so viele Menschen, die in diesem Business zu Hause sind und dort aufgehen und alles für diese Menschen tun. Auch viele Ärzte, die in unserer Community sind, die über den Tellerrand hinausblicken, die weiter erforschen, die an echter Gesundheit interessiert sind und eben auch alternative Lösungen mit dazuziehen. Wir sind nicht gegen die Schulmedizin, ganz im Gegenteil. Ich habe letztes Mal erst einen Post gemacht, die Schulmedizin wird gebraucht, sie ist ein wichtiger Bestandteil, genauso wie die Wissenschaft. Aber sie darf unser eigenes Denken, unser eigenes Fühlen, unsere Verbindung zu unserem Körper nicht ersetzen, weil wir vielleicht manchmal, vielleicht nicht du direkt, weil du sonst würdest vielleicht nicht zuschauen, aber viele von uns sind vielleicht manchmal einfach zu faul, die Arbeit zu machen. Wahr oder falsch? Und ich will dir da nicht zu nahe treten, aber ich meine, es war vor Corona auch schon so, dass viele Menschen an wirkliche Gesundheit, die sie selbst in die Hand nehmen können, und damit meine ich nicht, dass sie alles in die Hand nehmen können. Vieles liegt außerhalb unserer Kontrolle und außerhalb unserer Macht, oder? Aber es gibt Dinge, die wir kontrollieren können. Aber viel zu wenig Menschen wollen diese Verantwortung übernehmen, um sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Und das weißt du, das kennst du vielleicht aus deinem Umfeld, das ist einfach so. Und das war schon vor Corona so. Und jetzt kann es halt sein, dass dieses Wort Gesundheit an sich ist für mich mittlerweile wie so ein Hypnosewort geworden. Und du weißt, ich war weltweit unterwegs, ich habe mich da wirklich weiterbilden lassen. Ich wollte die Verbindungen ins Unterbewusstsein erforschen, weil ich wusste, dass egal wie ich an mir gearbeitet habe, ich kam nicht weiter, ich bin immer wieder gegen die Wand gefahren. Und ich wollte herausfinden, wenn ich was verändern muss, dann wusste ich, ich muss ins Unterbewusstsein. Und eine Form von Hypnose hat mir geholfen, ins Unterbewusstsein zu gehen. Und das ist so, was wir mit euch teilen, die Schattenarbeit oder mein Buch. Das ist ja auch ein Element davon. Was ich aber mitbekommen ist, dass dieses Wort Gesundheit, das wurde zu einem Hypnosewort. Überall hören wir das Wort Gesundheit. Und jetzt frage ich dich erstmal, was bedeutet für dich Gesundheit? Weil das ist ein individueller Begriff. Aktuell, ich meine mit Hypnose, der Begriff Gesundheit wird gerade geframed. Wir alle sollen oder müssen über Gesundheit das Gleiche denken. Das wird gerade geformt, platziert, designt. Und ich unterstelle denen gar nicht, dass sie das bewusst machen. Versteh mich bitte richtig. Die haben ihre Intention und ich weiß auch, dass die alle helfen wollen. Aber wir müssen aufpassen, wir alle sind fragil
und wir sind hypnotisierbar. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du nicht akzeptierst, dass du hypnotisierbar bist und sagst, mich kann niemand hypnotisieren. Ich mache mein eigenes Ding und mein Wille und mich kann man nicht hypnotisieren. Ich hatte viele Klienten, die das von sich behauptet haben und in dem Moment waren sie schon in Trance. Weil, also echte Hypnose passiert immer dann, wenn du es nicht erwartest. Echte Hypnose passiert nicht, wenn ich zu dir sage, ich hypnotisiere dich jetzt. Hypnose passiert in den Zwischenräumen, wo du es nicht erwartest, wo du es nicht spürst. Und dieses Wort Gesundheit wird geframed. Und wir vergessen, dass wir für uns selber definieren müssen, was Gesundheit bedeutet. Für dich bedeutet Gesundheit vielleicht etwas ganz anderes, was es für mich bedeutet. Aber vielleicht wurde das Wort Gesundheit entführt. Und ich bitte dich vielleicht ab dem heutigen Tag, dir immer wieder diese Frage zu stellen. Welche Wörter werden gerade aus meinem Bewusstsein entführt? Und welche Wörter möchtest du zurück in dein Leben holen? Ich gebe dir ein Beispiel, ganz simpel. Das Wort Gott wurde in meinem Leben entführt. Weil ich habe ganz, ganz gruselige Erfahrungen gemacht damals als Jugendlicher mit der Kirche. Und dann das wurde ganz, ganz, ganz schlimme Dinge. Und ich habe die Kirche und auch Religion total in dunkle Ecke gepackt. Und auch das Wort Gott, weil das habe ich immer damit verbunden. Und jedes Mal, wenn ich das Wort Gott gehört habe, dann hat es mich geschüttelt. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber eigentlich ist es sehr scheiße, weil das Wort Gott wurde dadurch entführt. Versteht ihr? Es ist meine Aufgabe, das Wort wieder zurückzuholen und für mich so zu definieren, wie ich es möchte. Damit andere Menschen, Organisationen oder was auch immer keine Macht über die Wörter haben, die ich an eine dunkle Ecke gepackt habe. Das heißt, alles, was entführt wird, packst du für dich an eine dunkle Ecke, in deinen Keller. Und dort ist es wie so frei verfügbar für alle anderen und die Welt. Was bedeutet für dich Gesundheit? Dass ich Lebensenergie spüre. Dass ich spüre, dass ich Lebenskraft habe und mein Feuer leben kann. Also es hat für mich eigentlich fast gar nichts damit zu tun, inwieweit ich nach den normalen Maßstäben des Gesundheitssystems als gesund gelte oder nicht. Es ist für mich ein Lebensgefühl. Es hat was mit meiner Life Force zu tun. Okay, ja. Macht für mich Sinn. Du hast jetzt was Falsches geantwortet. Nein, super, aber du hast mal, vor ein paar Wochen hast du zu mir gesagt, Gesundheit ist das Band, das unsichtbare Band zwischen deinem Bewusstsein und deinem Körper. Genau, inwieweit ich mit meinem Körper kommunizieren kann. Genau. Und das finde ich, für mich ist das eine sehr stimmige Definierung, weil das heißt nicht, dass du jetzt rumhupfst und vital bist und alles auf 100. Ja, oder keine körperlichen Gebrechen hast. Genau. Also es gibt ja Menschen, die sind körperlich eingeschränkt. Ja. Auf eine Art und Weise. Aber die strotzen nur vor Lebensenergie, die haben wir gesehen. Ja. Menschen, die nach einem Unfall in einem Rollstuhl zum Beispiel saßen. Und die Schulmedizin würde sagen, ja, der ist nicht gesund. In meinen Augen ist er das. Ja. Weil der ja Lebensenergie hat, Lebenskraft. Das hat was mit Bewusstsein zu tun, mit der Verdrahtung zwischen Kopf und Bewusstsein und Körper. Ja, und er ist sich seinem Bewusstsein und seinem Band zwischen Bewusstsein und Körper bewusst. Genau. Und das ist für uns eine Definition von Gesundheit. Aber du darfst deine eigene finden. Das zweite Wort, was ein Hypnosewort geworden ist, ist Solidarität. Ich habe das zum ersten Mal gehört vor einem Jahr. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe es schon mal gehört, irgendwie, also so blöd bin ich auch wieder nicht, aber ich musste es wirklich googeln. Solidarität. Was bedeutet es genau? Du unsolidarisches Pack. Und ich frage dich.
Wie kann man bloß so unsolidarisch sein? Geh mal zurück vor die Zeit. Also es hört sich an wie so vor Christus, nach Christus. Ist schon. Geh mal vor Covid. Würdest du dich da jetzt mal ohne diese Solidaritätshypnose, würdest du dich als ein Mensch bezeichnen vor Covid, dem andere Menschen wichtig sind? Ja, natürlich, weißt du. Ja, klar. Ja? Ja. Ja? Bist du dir sicher? Waren die anderen Menschen wirklich so wichtig? Viele werden sagen, ja, natürlich. Und ich glaube dir das auch. Aber vielleicht möchtest du ehrlich zu dir selbst sein. Weil ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir das für uns akzeptieren. Vielleicht waren uns andere Menschen vor Covid gar nicht so wichtig wie heute. Oder wie wir uns heute einreden. Einen Scheiß hat es die Leute interessiert, sind wir doch mal ehrlich. Ja, aber jetzt viele, die hier zuschauen, ich traue denen schon zu, dass sie... Nein, aber das ist doch vollkommen okay. Du hast doch diesen Teil in dir, der selbstsüchtig ist, der egoistisch ist, der darf auch da sein. Verstehst du, den hast du doch auch. Ja. Tu nicht so, als wärst du Jesus. Ich? Ja. Komm, du Schattenmann. Ja. Das heißt, meine Frage an dich ist, wenn du ein Mensch bist, dem andere Menschen wirklich wichtig sind und wirklich darauf Acht gibt, respektvoll mit anderen Menschen umgeht, Mitgefühl hat, sich in anderen Menschen hineinversetzen kann und wirklich darauf achtet, dann würde dieses Wort oder diesen Vorwurf, den man macht, du bist ein unsolidarischer Mensch, der würde nichts mit dir machen. Das Wort Solidarität könnte nicht entführt werden, wenn wir tief in unserem Inneren wirklich solidarische Menschen wären. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, was man macht oder nicht. Also ob man sich impfen lässt oder nicht. Es ist ja so, dass das System dahinter einem ein schlechtes Gewissen einreden möchte und sozusagen mit dem Zeigefinger hochgestreckt sagen möchte, du möchtest du ein solidarischer, guter, netter Mensch, dann möchtest du das Richtige machen. Ich habe eine Lösung für dich. Da, mach das, das ist das Richtige und dann bist du raus aus dieser Geschichte und da kannst du einen Haken dran setzen und sagen, mei, ich bin ein guter Mensch. Ja, genau. Und der Schatten ist ja, niemand von uns möchte ein Mensch sein, der andere Menschen auf dem Gewissen hat. Ja. Niemand möchte ein böser Mensch sein, oder? Oder ein unsolidarischer Mensch, dem andere Menschen scheißegal sind. Niemand von uns möchte ein egoistischer Mensch sein, wahr oder falsch? Und dort haben wir den Schatten. Aber jeder ist es eben auch. Oder also jeder hat diesen egoistischen Teil, arbeitet nicht mit dem und deswegen wird es zu einem Schatten. Und deswegen hat... kann es hijacked werden. Genau, da kann es entführt werden. Deswegen kann das Außen uns das schlechte Gewissen machen und uns dadurch lenken und kann sagen, hey, nur so bist du solidarisch. Ja. Nur so bist du ein guter Mensch. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin auch dafür, dass wir Menschen schützen. Ich liebe Superman und Batman. Und das sind alles Helden, die andere Menschen das Leben retten und beschützen. Und das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Wir wollen Menschen helfen. Das ist unsere Lebensaufgabe. Aber sogar Superman wollte man Regeln auferlegen. Weißt du nicht mehr? Bei dem ja, weil er zu machtvoll ist. Ja, aber er macht aus sich heraus das Gute spontan. Ja. Und automatisch macht er das Gute, das Richtige. Ja. Also er braucht keine Befehle von außen, was das Richtige ist, oder nicht? Genau. Und das wollte ich jetzt sagen, dass wir
Vielleicht traut man uns nicht mehr zu, menschlich zu sein. Menschlich zu sein, genau. Und dass wir eigentlich wissen, was das Richtige ist. Dass wir eigentlich wissen, was zu tun ist. Ich meine, wieso trauen wir den Menschen nichts mehr zu? Ja. Und natürlich gibt es ein paar so Ausnahmefälle, die halt wirklich auf denen die wirklich jedem Menschen egal sind und dann rebellieren und wirklich Menschen wehtun. Aber das sind Ausnahmefälle. Aber ich glaube an das Gute in Menschen. Aber das wird uns gerade abtrainiert, beziehungsweise es wird uns so verkauft, dass wir das Gute in Menschen nicht mehr sehen dürfen. Dass wir nicht mehr an das Gute in Menschen glauben. An Eigenverantwortung. An das eigene Denken glauben. Und was der Schatten dahinter ist halt, dass wir irgendwann auf den nächsten Befehl in unserem Leben warten. Das heißt, wenn wir Eigenverantwortung nicht wirklich in unser Leben lassen und zu stark auf den nächsten Befehl warten oder auf das nächste Go warten oder auf das nächste Stoppschild warten, hat Eigenverantwortung, Mut und deine Menschlichkeit hat keine Möglichkeit mehr zu wachsen und zu gedeihen. Und verstehe mich nicht falsch, manche Regeln auf der Welt sind wichtig. Manche Gesetze auf der Welt sind wichtig. Und ich verstehe das. Aber wenn wir diese Regeln wollen und Gesetze wollen, weil wir unsere eigene Menschlichkeit nicht mehr nutzen wollen, unser eigenes Denken nicht mehr nutzen wollen, dann verlieren wir unsere Menschlichkeit. Weil alles, was du nicht nutzt, wird abgebaut. Das ist ein DNA-Gesetz. Wenn wir unsere Gehirne nicht nutzen, werden sie abgebaut. Wenn wir unsere Muskeln nicht nutzen, werden sie abgebaut. Und so geht es da weiter. Wenn wir nie lernen, nie mutig zu sein, nie Risiken eingehen, dann verlernen wir Mut. Der Mutmuskel wird nicht trainiert. Und ich frage dich in der aktuellen Zeit, welche Muskeln werden nicht trainiert? Welche Muskeln bauen sich gerade ab? Wie viel Mensch steckt noch in uns? Und ich glaube, dass wir jetzt an dieser Stelle mal darüber sprechen sollten und jeder für sich ein Eingeständnis macht und sagt, ich bin blind. Ich sehe nur das, was ich sehen will und ich höre nur das, was ich hören will. Und wir haben uns da in eine ganz, ganz komische Situation hineinmanövriert und bekommen es gar nicht mit, wie wir Informationen, wie wir Energien filtern, um immer noch die Person bleiben zu können, die wir aktuell sind. Und ich möchte dir sagen, bitte verlass diesen Live-Talk. Schau es dir nicht weiter an. Wenn du jetzt in diesem Moment dir nicht eingestehen kannst, dass du blind bist. Wir erleben alle eine Form von spiritueller Erblindung im Moment. Wir sind so überreizt. Wir verlieren uns in dieser feindseligen Energie und ich nehme uns beide gar nicht dort raus. Und wir machen, Jeffrey und ich machen so ein Ping-Pong-Spiel. Mal ist er auf dem Corona-Schlachtfeld, dann bin ich. Und ich hole ihn raus, er holt mich raus. Und also ich rege mich über dieses ganze Thema mindestens 5-mal am Tag so richtig auf. Aber ich erwische mich auch dabei und ich frage mich, ob das irgendetwas bringt oder ob ich jetzt gerade meine Energie verpuffe und das mache, was diese feindselige Energie da draußen mich machen lassen will. Und das ist etwas, was mich anpisst. Ich mache das, auf was ich Bock habe. Das gilt genauso für dich auch. Und für dich auch. Ich weiß doch, dass du uns beiden extrem ähnlich bist, sonst wärst du doch gar nicht hier. Und du, in dir steckt auch ein Rebell. Jetzt ist nur die Frage,
mussten wir das ganze Kuddelmuddel manifestieren, damit du endlich die Erlaubnis hast, offiziell und öffentlich rebellieren zu können, mutig sein zu können. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die endlich jetzt wissen, wie sie das Richtige machen können. Und das Gefühl haben, boah, jetzt gibt es diese Regeln und Befehle und diese Sachen. Und boah, jetzt kann ich einmal in meinem Leben, kann ich es mal richtig machen. Und das ist wie ein Ganzkörper-Orgasmus für diese Leute. Versteht ihr? Die haben jetzt das Gefühl, boah, endlich kann ich mal was richtig machen. Und auf der anderen Seite gibt es die, die sich denken, endlich kann ich mal öffentlich rebellieren. Und das ist der gemeinsame Nenner. Das ist das, was uns beide verbindet. Das heißt, im Moment werden die zwei größten menschlichen Bedürfnisse gehijackt. Einmal Rebellion und das zweite ist Bedeutung bzw. Beitrag. Wir wollen alle irgendwo unseren Beitrag leisten. Und es war noch nie so einfach, einen Beitrag zu leisten, oder? Und wir stellen das eben zum Teil auch gar nicht in Frage. Ich finde diesen gemeinsamen Nenner jetzt so unglaublich wichtig, weil in dieser ganzen Diskussion ist es ja immer so schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden, oder? Mhm. Ich meine, wir fallen sofort in die Kluft der Spaltung hinein, egal was wir sagen, boom, bist sofort drin. Aber ich glaube, egal für was du dich entscheidest in dieser Situation, in der Zeit, zu sagen, ich bin blind für das große Ganze, und ich liebe es, ist ein gemeinsamer Nenner, den wir jetzt für uns definieren können. Weil erst dann können beide Seiten wieder in die Mitte kommen und eine Brücke bauen zwischen beiden Seiten und wieder verstehen, dass es uns alle um das Gleiche geht. Und dass diese Spaltung und Diskriminierung, die gerade stattfindet, keinen von beiden etwas nützt. Und wir alle sind im gleichen Boot, ich habe das vorher schon gesagt. Also wenn du davon überzeugt bist und es ausprobieren willst, schreib da rein, ich bin blind und ich liebe es. Einfach für dich als Statement, weil egal, was du von der Situation denkst, du siehst nur einen Teil, jeder von uns. Aber das ganze Bild würde dann entstehen, wenn wir uns alle an die Hand nehmen würden. Alle Menschen. Versteht ihr? Dann würde sich ein Bild formen und wir würden plötzlich, wie so ein Domino-Effekt, plötzlich würden wir alles verstehen und alles würde in uns fallen und wir könnten den nächsten Schritt gehen. Ja, ich bin blind und ich liebe es. Toll. Dankeschön. Oh, danke, dass ihr so schön mitmacht. Es gibt einen wahren, habe ich dich jetzt unterbrochen? Nein, es gibt einen wahren, tiefer liegenden Grund dafür, wieso diese Spaltung in der Gesellschaft aktuell passieren kann und auch überhaupt passieren konnte. Und dafür müssen wir ein bisschen ausholen und dich bitten, auch ein paar Mal um die Ecke zu denken. Viele Menschen leben ein Leben, das sie verabscheuen. Sie machen Dinge, die sich nicht kongruent mit ihrer Herzenergie anfühlen. Sie gehen einer Arbeit nach, die sie abgrundtief hassen. Und sie gehen in die Arbeit, weil sie müssen. Aufgrund von Abhängigkeiten, zum Beispiel finanzieller Natur. Und ich glaube, wir haben das alle gemacht, wir machen es zum Teil vielleicht immer noch. Und das ist auch überhaupt nicht zu verurteilen. Manchmal bringt uns das Leben in Sackgassen, die wir nicht einfach so hinter uns lassen können. Und die Frage ist, wie wir jetzt mit diesem inneren Selbstbetrug umgehen oder eben nicht umgehen. Wir fühlen uns zu oft im Leben betrogen von uns selbst. Wir fühlen uns wie ein Betrüger, weil wir uns selbst hintergehen, unser Herz hintergehen.
unser Herz im Stich lassen, weil wir Sicherheit wählen. Der Schmerz des Selbstbetrugs sitzt tief, tief in unseren Knochen drin und musste zwangsläufig irgendwo, irgendwann eine Entladung finden. Das passiert seit ungefähr 3 Jahren. Das heißt, wir sehen überall das Betrügerische. Wir sehen überall das Feindselige. Wir sehen überall das, was uns wehtun möchte. Und diese ganze Spaltung konnte nur so stark auch aufgeheizt werden, weil der Teil in uns entführt wurde, der auf Spaltung steht und es vielleicht sogar geil findet, weil wir in unserem Inneren eine Spaltung erleben, weil wir uns von uns selbst entfernt haben und weil wir ein tiefes Misstrauen gegenüber uns selbst entwickelt haben. Das, was jetzt draußen passiert in unserer Welt, ist eine logische Schlussfolgerung von unerledigten Hausaufgaben von dir, mir und Jeffrey. Das tut weh. Das tut mir auch weh. Weil wir alle haben das gemacht, oder? Alles hat in uns Nein gesagt, wir haben es dennoch getan. Und wir konnten uns dafür nicht vergeben. Niemand hat uns das beigebracht. Aber irgendwie waren wir kurz davor, an dem Ganzen zu ersticken. Und dann hat uns so diese ganze C-Thematik auf einmal eine Bühne gegeben, wo wir unseren Hass performen können, damit wir mal aufatmen. Das ist nicht schön. Das ist keine Lösung. Und er schafft letzten Endes eine Welt, in der keiner von uns leben möchte. Vielleicht denken manche von euch auch, dass diese Spaltung einfach nötig ist. Zum Schutz der Menschen. Und wisst ihr, wir reden uns sehr stark ein, dass all das, was gerade passiert, dass das vielleicht logisch ist. Und vielleicht muss das einfach so sein. Vielleicht gibt es keine andere Lösung. Und vielleicht ist es auch so. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht dürfen wir hier nicht stehen bleiben. Und was mich in dieser ganzen Situation am meisten, was mich schockiert, was mir echt wehtut, ist diese immer wieder wiederkehrende Schlaufe. Und ich versuche ja keine Nachrichten zu gucken, aber ab und zu google ich, damit ich ein bisschen Bescheid weiß. Immer wieder diese Schlaufe eines einzigen Programms uns zu verkaufen, dass es nur eine einzige Lösung gibt für dieses Problem. Und diese einzige Lösung, du weißt genau, von was ich spreche, und ich bin nicht gegen diese Lösung permanent oder im Gesamten, aber ich bin gegen diese Promotion dieser Lösung in einem Kreislauf, in einem Loop, immer und immer wieder, weil dann ist es nämlich keine Lösung mehr, die man Menschen gibt. Es ist ein Programmieren einer Lösung. Und ich glaube, das dürfen wir alle erkennen. Sonst müsste man es nicht so oft sagen und immer wieder tun. Und ich habe das bereits schon mal in der Story gesagt. Wenn ich hier vor dir stehe und sage, hey, ich habe diese eine Lösung für dich und es ist die einzige Lösung und ich habe sogar Möglichkeit, das wissenschaftlich zu beweisen, weil ich glaube, ich finde eine Studie, die das beweisen kann. Also es gibt mit Sicherheit Wissenschaftler, die das für mich so beweisen, wenn ich das so will. Weil ich das ja auch suchen will, dass es genauso passt, wie es sein soll. Das finde ich, ich kann das. Also ich finde das. Ich beweise es dir. Das ist die einzige Lösung. Ich, Jeffrey. Dann würdest du zu mir sagen, ich bin gestört, ich bin Guru, ich bin eine Sekte. Du würdest mich für komplett dumm verkaufen und für größenwahnsinnig, wenn ich sage, es gibt nur eine einzige Lösung. Achtung, das war schon vor Covid so.
Wenn man das zu dir gesagt hätte, dann wärst du auf die Barrikaden gegangen. Wenn ich zu dir sage, es gibt nur einen Weg. Aber in der aktuellen Situation vermisse ich, dass man diese eine Lösung nimmt, und das ist für mich okay, die Lösung ist eine Lösung, aber es ist nicht alles. Das ist genauso wie die Kirche nicht alles ist. Und wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht schon wieder in die nächste Hypnose gefallen sind. Und ich habe dir gesagt, ich bin nicht gegen eine Impfung, aber da stehe ich mit meinem Namen, mit meinem Blut, mit allem, was ich hier bin. Ich bin gegen einen Impfzwang, gegen eine Impfpflicht. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und ich erkläre dir gleich, warum. Der Katzensprung von einer Impfpflicht zu dem nächsten Zwang, zu einer nächsten Pflicht, zu einem nächsten Versprechen ist so groß. Und so. Logisch. Und logisch. Für die meisten logisch, weißt du? Das ist ja das Schlimme. Und wir manövrieren uns in eine Abhängigkeit hinein, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Wie viele von euch fühlen sich in der aktuellen Zeit diskriminiert? Egal auf welcher Seite du stehst, ich möchte übrigens nicht mehr darüber sprechen, so es gibt die Seite und die Seite, ich möchte heute beide Seiten zusammenführen. Abartig, das ist abartig, ja, es ist wirklich widerlich. Ich möchte es zusammenführen, aber ich möchte es nochmal kurz definieren. Die Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, werden offiziell diskriminiert, wahr oder falsch? Das sehen wir. Ich meine, ich spüre das ja auch und so. Ja, sind halt die Esoteriker, das sind die Dummen, das sind die trotzigen Kinder und so weiter. Genau, ich habe das heute auch gesehen. Ich war draußen essen, weil rein darf ich ja nicht. Und ich sehe das natürlich an den Blicken und so. Ich sehe das und ich spüre das und es ist okay. Aber auch die Menschen, die sich für eine Impfung entschieden haben, werden genauso diskriminiert. Wir alle stecken in der gleichen Scheiße. Weil viele von den Menschen, die sich ja impfen haben lassen, also es gibt Menschen, die haben das wirklich aus Überzeugung gemacht, die wissen das und die verstehen das und die wollen das wirklich tun und das respektiere ich und das ist vollkommen okay und das müssen wir alle respektieren. Und das müssen nicht Menschen sein, die manipuliert wurden, die können das trotzdem hinterfragen und diese Impfung auch als Eintrittspunkt für ihre Kraft nutzen. Absolut. Und in die Verantwortung gehen. Also wir müssen uns davor hüten, diese Menschen in eine Schublade zu stecken und sagen, ah ja, die wurden manipuliert, ich bin nicht geimpft, ich wurde nicht manipuliert. Bitte seid dann super, super vorsichtig. Es gibt ganz viele, die nicht geimpft sind und überhaupt nicht irgendetwas hinterfragen. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und genau hier baut sich wieder die Brücke auf zwischen beiden Seiten. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Oder an der gleichen Scheiße. Jetzt will ich auf diesen Punkt hinaus. Und zwar... Das mit der Diskriminierung musst du noch sagen. Genau. Und dann gibt es aber auch Menschen, wie in meiner Familie zum Beispiel, wo übrigens über 50% geimpft sind. Und ich würde nie auf die Idee kommen, meine Liebe dort zurückzuziehen. Ganz im Gegenteil. Ich lasse das nicht zu. Wieso denn überhaupt? Aber es gibt Menschen, die haben sich für die Impfung entschieden, nicht weil sie von der Impfung überzeugt sind, sondern weil sie nicht anders können, weil sie ihren Job verlieren würden. Ja, wegen dem Schmerz der Diskriminierung, genauso ja, wie die anderen. Genau, das heißt, sie haben es gemacht, um letztendlich nicht diskriminiert zu werden, um wieder dazuzugehören. Und es ist okay, aber jetzt pass auf. Wenn Menschen sich impfen lassen, aus dieser Überzeugung heraus, dann sind sie von Grund auf auch schon diskriminiert, weil sie wissen, dass sie nur dazugehören, dass sie ja nur den Job behalten, weil sie die Impfung haben. Versteht ihr? Das heißt, auf der Basis wissen sie, dass wenn die Impfung nicht mehr da wäre oder mal verfällt oder sie nicht die aktuellste Impfung haben, landen sie automatisch auf der Seite der Ungeimpften bzw. auf der Diskriminierten. Das bedeutet, jeder von uns ist auf der Seite der Diskriminierten. Punkt. Egal, was du machst. Egal, was du tust. Wir sind alle im Arsch. Und ich urteile hier nicht darüber, was richtig oder falsch ist. Bitte versuch, leg mir keine Wörter in den Mund. Ich möchte dir einfach nur sagen, dass wir alle
durch die Spaltung, die kreiert ist, verlieren. Auch wenn ein Teil in dir geil auf die Spaltung ist oder Menschen durch diese Spaltung bestrafen will oder ihnen wehtun will oder ihnen zeigen will, was das Richtige ist. Ich habe es dir doch gesagt, das ist das Richtige. Am Ende gibt es nur Verlierer. Diese Abhängigkeit, die da entstehen wird, wird uns alle treffen. Uns alle. Wir alle sind nur Verlierer. Und erst wenn wir diesen nächsten Nenner erkennen, ich bin ein Verlierer und ich liebe es, schreib's rein. Erst wenn wir diesen nächsten gemeinsamen Nenner erkennen, können wir von dieser Basis aus wieder entscheiden, okay, wir nehmen uns gemeinsam wieder in die Hand und entscheiden uns für eine Zukunft, die wir gemeinsam designen und verlassen die Hypnose. Gehen in die Eigenverantwortung. Ein Mensch übrigens, der in der Eigenverantwortung ist, der hier vorne ist, und hier vorne meine ich, dass er Ressourcen und Energie hat, um klar zu denken, um eigene Entscheidungen zu treffen. Das heißt, die Energie geht in den präfrontalen Kortex, hier in den vorderen Teil des Gehirns. Wissenschaftlich bewiesen, diese Menschen treffen Entscheidungen viel, viel mehr für andere. Gute Entscheidungen, positive Entscheidungen, liebevolle Entscheidungen, kümmern sich viel mehr um andere Menschen, als wir um sich selbst. Ja. Menschen, die hier hinten im Reptiliengehirn gefangen sind, das heißt Menschen, die chronisch von Angst befangen sind. Ich sage nicht, dass Menschen, die mal punktuell Angst haben, das ist was anderes, weil punktuell Angst kann sogar was Gutes sein, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Menschen, die in Angst gefangen sind, in einem Angstkreislauf, die keine Ressourcen haben, die nicht mehr klar denken können, weil sie auch nicht die Energie dafür haben, tun potenziell oder treffen potenziell Entscheidungen eher für sich, aber nicht für andere. Und jetzt frage ich dich, einfach nur, ich kann es nicht beweisen, vielleicht noch nicht, das finde ich irgendein Wissenschaftler. Aber ja. Menschen, die, oder was denkst du, potenziell, gibt es mehr Menschen auf der Erde aktuell, die hier vorne sind oder mehr Menschen, die hier hinten sind? Jetzt ohne zu urteilen, einfach nur so aus dem Bauch raus. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass das ein Großteil wahrscheinlich mehr hier hinten ist. Ja, und durch den ganzen Stress und Umweltgifte und... Aber auch Ernährung. Ja, ich wollte gerade sagen. Zu wenig Bewegung. Ja, das Animalische, das Menschliche, das Menschentier in uns ist ja die ganze Zeit am Ausrasten, so dass das höher entwickelte Menschliche in uns nicht zum Vorschein kommen kann. Und deswegen konnte ja diese ganze Corona-Thematik auch greifen. Das heißt, wenn wir alle hier wären... Und wenn wir mit unseren höheren Prinzipien arbeiten würden, dann hätte das ja gar nicht uns hijacken, entführen können. Ja. Ja. Ihr merkt, wir springen vom einen Thema ins nächste. Ich habe jetzt nur noch ein paar Themen nur parat. Also meine Lieben, ich hoffe, ihr habt irgendwas Frisches zum Trinken hier. Und es geht jetzt noch weiter. Etwas, was ich hier nochmal verdeutlichen möchte. Wir wollen eigentlich alle das Gleiche. Erstens, wir wollen, dass die Pandemie endet, oder? Wir wollen, dass es wieder einfach wieder halbwegs normal wird, oder? Wollen wir das? Das müssen wir uns ernsthaft mal fragen. Wollen wir wirklich, dass die Pandemie endet? Oder hat uns diese ganze Pandemie-Geschichte extrem viel auch gebracht? Haben wir vielleicht eine ganz neue Komfortzone erschaffen, von der wir gar nichts wissen? Wollen wir wirklich, dass die Pandemie endet? Oder finden wir es irgendwie auch geil, dass wir jetzt so ein bisschen hassen können, ein bisschen verurteilen können? Und wisst ihr, ich weiß, dass ganz viele von euch, die jetzt da sind, ihr seid sehr, sehr bewusst in eurem Lebensstil. Und dazu gehört es auch, dass du dich mit diesem Teil in dir beschäftigst, der deiner Meinung nach nicht spirituell ist. Und es passiert so schnell, dass sich in einer miserablen Situation eine Form von Sucht
erschafft in deinem System, weil du weißt, du kannst jetzt ad hoc nicht die Situation verändern. Also musst du es für dich irgendwie, ja, schmackhaft gestalten. Also framest du das für dich auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß nicht, ob wir wirklich wollen, dass die Pandemie endet. Und vielleicht haben wir dieses ganze Kuddelmuddel auch erschaffen, weil wir wussten, dass die Normalität von früher eine Katastrophe war und dass sich Dinge grundsätzlich ändern müssen. Also wenn ich dich hier einen Impuls geben kann, sorge dafür, dass du mit deinem Selbsthass und deiner Wutenergie bewusst umgehen kannst. Arbeite mit ihr. Und der Live-Talk zieht jetzt nicht darauf ab. Wir wollen hier das große Ganze im Unsichtbaren mit dir gemeinsam beleuchten. Und das Zweite, was wir alle haben und was auch ein gemeinsamer Nenner für uns alle ist, ist die Angst. Wir haben alle Angst. Und wenn du dir das immer wieder vor Augen hältst, fällt es dir vielleicht auch leichter, Mitgefühl zu entwickeln für alle Menschen. Jeffrey und ich beim Rückflug von den Malediven wieder zurück in die Schweiz, und es war natürlich ein langer Flug, und da gab es den Herrn Sheriff. Who's the Sheriff? Da gab es so einen Song. Ja. Ja, es gab einen Sheriff, und es ist ja so, im Flieger, jeder ist natürlich negativ PCR getestet und so weiter, klar, sonst darfst du nicht einsteigen, das ist mal so das eine, und du hast die ganze Zeit über diese Maske auf, was natürlich nicht so angenehm ist, aber natürlich macht man das, ist auch vollkommen in Ordnung, ist solidarisch, wie man ist, gell, das ist jetzt meterweise Abstand zu der nächsten Person, und ist natürlich absolut klar, du wirst ja verhungern. Das heißt, ab und zu musst du deine Maske runterziehen, damit du irgendwelche zuckergeladenen, transfettgeladenen, ekligen Snacks und Softdrinks in dich stopfen kannst, die dich letzten Endes auch Herz-Kreislauf krank machen, dich vielleicht so krank machen, dass du irgendwelche Krankenhausbetten auch besetzen wirst. Darüber wird natürlich nicht gesprochen, ne? Das ist ja alles, darum geht es ja nicht. Versteht ihr? Früher hat sich niemand die Frage gestellt, wenn ich das esse, könnte ich potenziell irgendwann das Gesundheitssystem belasten, weil ich dann krank werde. Über das hat man ja gar nicht gesprochen. Egal, anderes Thema. Also es ist natürlich absolut legitim und nachvollziehbar, dass du im Flieger die Maske abziehen kannst, wenn du dir irgendwelche Scheiße in den Mund stecken möchtest oder dir eine Cola reinpfeifen möchtest, darfst die Maske natürlich abnehmen. Aber Achtung, wenn du fertig bist, muss die Maske wieder sorgfältig über deine Nase ziehen. Das heißt, ich darf sie nur abnehmen, wenn ich Scheiße in mich hineinstopfe. Genau. Put down the mask. Put some shit inside. Ja. So, auf jeden Fall. Der Herr Sheriff. Und Jeffrey und ich, wir haben uns wirklich absolut solidarisch und gutmenschmäßig, wie wir sind, haben wir uns an die Vorgaben gehalten. Ich habe sowieso nichts gegessen. Also ich habe, wenn, dann Wasser getrunken, und dann habe ich halt kurz meine Maske abgenommen. Feindselige Blicke. Wenn du nicht sofort die Maske... Versteht ihr, wir haben uns wirklich... Ich habe mich wie verfolgt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin eine Verbrecherin. Ich werde gesucht. Ich habe ja nichts getan, aber der hat die ganze Zeit zu uns hergeschaut, und wir waren die ganze Zeit in diesen 10 Stunden unter Sheriff-Beobachtung. The Sheriff was es here. Es war so schlimm. Wie sagt man, gibt es so im Flieger so ein, wie heißt denn das? So ein Stewardess. Nein, so ein Typ mit Waffe, der Einzige mit Waffe im Flieger. Oh mein Gott, wirklich? Ja. Da käme ich nicht aus. Okay. So, und dann irgendwann, ihr wisst ja, wie der Jeffrey ist, ne? Hat er ihn halt irgendwie ein bisschen blöd angeschaut, ich weiß nicht, was da war. Er hat dann aufgehört, der Sheriff, er hat seine Frau weitergemacht. Er hat dann seine Frau beauftragt, dass die immer wieder nach hinten schaut zu uns.
Aber die haben das mit allen anderen auch gemacht. Ja, ja, ja. Aber es war, nach diesen 10 Stunden Flug, ich war so fertig, weil ich das Gefühl hatte, oh Gott, da kommt so viel Feindseligkeit rüber. Und ich war echt haarscharf davor, diesen Mann zu verurteilen. Haarscharf. Aber dann dachte ich mir, stopp. Baha, du bist weiser und spiritueller, als du denkst. Jetzt lebe mal das, was du predigst. Und ich dachte mir, der Mann hat einfach nur Angst. Und er denkt, dass er das Richtige tut. Ich weiß ja nicht. Also ich saß ja nicht bei ihm auf dem Schoß, versteht ihr? Dann würde ich verstehen, dass wenn die Maske mal runterrutscht, dass er dann einen Austicker bekommt. Aber ich war ja meterweit entfernt. Aber das ist es. Die Menschen haben das Gefühl, dass sie jetzt sozusagen endlich mal eine Aufgabe haben. Hm. Ja. So war, das war unser Flug. Aber was, aber worauf wolltest du eigentlich hinaus? Ich weiß auch gar nicht. Ja, einfach diese, ich weiß, worauf ich hinaus wollte, dass wir alle Angst haben und dass wir so auch in unser Mitgefühl eintreten können und uns bewusst machen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir wollen alle, dass es wieder friedlich wird. Dass wir wollen nicht, dass wir in einer Welt leben, wo ein Zwang den nächsten auch erzwingt. Und deswegen müssen wir jetzt auch über das Thema sprechen, das ganz intensiv verknüpft ist mit einer sehr, sehr alten Sehnsucht, die, ich würde mal sagen, in unserer spirituellen DNA drin liegt. Wir haben die Sehnsucht danach, dass jemand um die Ecke kommt, der unparteiisch ist, eine neutrale Instanz ist und sagt, du, Jeffrey, das ist das Richtige, das ist die Wahrheit, das ist das, was du tun solltest. Ich glaube, wir suchen immer noch nach dieser perfekten Landkarte. Und es zieht sich ja durch unser ganzes Leben, egal ob es um Ernährung geht, um Erfolg geht, um Kindererziehung geht. Wir haben diesen tiefen Wunsch nach Wahrheit. Gleichzeitig haben wir auch diese tief sitzende Angst, dass wir Fehler machen könnten und wenn wir unseren eigenen Weg gehen, eventuell auch scheitern könnten. Und deswegen suchen wir ja diese Landkarte. Und deswegen hatten ja auch in den vergangenen Jahrzehnten viele verschiedene Glaubensgemeinschaften auch so viel, haben so einen magnetischen Effekt auch auf uns ausgeübt. Und was wir aktuell erleben, ist, dass wir uns ganz stark an diesen Fakten, Daten, Statistiken, Studien und so weiter aufhängen und uns einreden wollen, dass das ja eine neutrale Instanz ist, auf die wir uns verlassen können. Und ich glaube, das müssen wir alle beginnen zu bezweifeln. Ja, und das heißt nicht, dass diese Daten oder das, was wir da sehen, dass es im allgemeinen Kontext immer alles falsch ist. Das sagen wir nicht. Wir wollen in den Teilen, die appellieren, den Teilen, die ansprechen, der süchtig ist oder der sich eine einzige Wahrheit wünscht. Das heißt, es gibt einen Teil in uns, der möchte diese eine Wahrheit, die so ist es und so bleibt es. Ich meine, wir alle sind doch Wahrheitssuchende, oder? Und ganz oft bekommen wir auch die Frage so, wie soll ich mich ernähren? Gib mir Tipps, wie ich mich ernähren soll. Was ist die beste, gesündeste Ernährung? Und ich meine, wieso ist dieses ganze Gesundheitsding, wie man sich ernährt, die ganzen Diäten, wieso funktioniert das so? Beziehungsweise funktioniert nicht, aber wieso läuft das so? Weil alle Menschen eine Landkarte suchen für ihre Ernährung. Damit sie einmal die Landkarte haben und wenn sie sie haben, dann können sie die Landkarte immer nutzen und fahren und können dadurch keine Fehler mehr machen. Das heißt, sie können sich dadurch nicht mehr verfahren. Aber sie vergessen dadurch, dass dir das Leben selbst eine Erforschungsreise ist, oder? Und dass wir ja Fehler machen müssen. Und dass wir beginnen müssen, unseren eigenen Weg zu gehen und zu erforschen, was für mich gut ist. Aber
vielleicht geht es dir auch so. Ich meine, ich wollte so oft von anderen Menschen hören, was ich zu tun habe. Wie werde ich denn erfolgreich? Gib mir eine Landkarte, wie ich erfolgreich werde. Gib mir eine Landkarte, wie ich Millionär werde. Wir alle wollen so diese eine Landkarte. Und diesen Teil, ich will eine Landkarte und ich liebe es. Catch diesen Teil. Der Teil, der eine neutrale Instanz will, der Unsicherheit im Leben, der Unsicherheit, die irgendwo in jeder Ecke lauert, entkommen will und weiß, hey, hier ist ein sicheres Feld, hier kann ich keine Fehler machen und so ist es. Es ist ein neutraler Boden, ein Fundament, wo ich nicht fallen kann, wo ich keinen Scheiß bauen kann, wo ich mich nicht verletzen kann. Diesen Wunsch in uns, nach dieser einen Landkarte, der wird gerade gestillt. Mit all den wissenschaftlichen Studien, mit all der einseitigen wissenschaftlichen Promotion, die du offiziell siehst. Und ich bin nicht gegen Wissenschaft, ich liebe Wissenschaft. Alles, was wir erforschen, gesundheitlich, aber auch mental, Schattenarbeit, Brainwaves, meine Musik, basiert alles auf Wissenschaft. Herzkohärenz. Herzkohärenz. Wir haben hunderte von Geräten, wo wir uns täglich messen, uns alles in uns praktisch erforschen, welche Nahrungsmittel wir zu uns nehmen, was es mit unserem Körper macht. Alles basiert auf Wissenschaft. Wissenschaft ist so eine wichtige Säule. Aber Wissenschaft wird heutzutage zu einer neuen Religion. Nicht, weil es die Wissenschaft macht. Achtung, jetzt musst du ganz gut zuhören. Sondern weil wir in der Wissenschaft das sehen wollen. Eine neutrale Instanz. So ist es. Allgemeingültig. An das kann ich glauben und so ist es. Und ich muss nicht die Arbeit machen der Selbsterforschung. Ja. Und wenn Wissenschaft zu einem Ersatz für eigenständiges Denken wird, dann ist es keine Wissenschaft. Das widerspricht ja komplett dem Konzept von Wissenschaft. Oder? Und ich sage nicht, dass alles, was uns da gezeigt wird, dass es falsch ist oder dass man das hinterfragen soll, das sage ich gar nicht. Aber öffne eine Tür und erkenne mal für dich, dass wir vielleicht wieder nur einen einzigen Teil der Wahrheit sehen, aber nicht alles. Und dass vieles aktuell zensiert wird, nicht gezeigt wird, dass viele Wissenschaftler gar nicht zu Wort kommen, muss ich dir nicht sagen, oder? Frage an dich, wieso, wenn du die Nachrichten anmachst, wenn du es googelst, du siehst nur Studien und Zahlen und Statistiken, wieso sieht man nicht einmal einen echten Gesundheitsexperten? Und damit meine ich, ein Mensch, der Gesundheit lebt, der es erforscht, der es trainiert, der es an Menschen weitergibt. Der nicht labert. Der nicht einfach nur labert und so tut, als würde er sich mit Gesundheit auskennen. Oder er liest vielleicht Studien, er liest Zahlen, aber gesund sieht er nicht aus. Und ich weiß, es ist vielleicht sehr verurteilend gerade, aber ich spreche nur das aus, was wir alle denken und sehen, oder? Wieso zieht man nicht Gesundheitsexperten, und damit meine ich Menschen, die es leben, die es erforschen, am eigenen Körper, am eigenen Leib, wieso zieht man sie nicht in die Diskussion mit ein? Wieso nicht? Weil es nicht um Gesundheit geht. Weil es nicht um Gesundheit geht. Und solange wir das nicht kapieren, kann man uns die ganze Zeit hypnotisieren. Es geht nicht um Gesundheit. Es ging noch nie um Gesundheit. Nicht erst jetzt, sondern schon nie. Und wenn wir das nicht sehen, wenn wir hier nicht die Eigenverantwortung übernehmen und sagen, okay, ich habe für mich definiert, was Gesundheit für mich bedeutet und ich gehe den Weg der Selbsterforschung. Und ja, ich kann mir die Schulmedizin herbeiziehen. Ich kann mir die Statistiken, die Studien, alles herbeiziehen und ich kann mich für bestimmte Sachen entscheiden. Aber sie dürfen nicht meine eigene Erforschung an meiner eigenen Gesundheit, meines eigenen Körpers ersetzen. Und ich kenne mich mit Politik nicht aus. Kenne ich nicht. Aber ich habe das gesehen, dass so ein Mensch jetzt Gesundheitsminister geworden ist. Habe ich gesehen. Und weißt du was? Das ist das Geiste, was uns passieren kann. Das Beste, was dir passieren kann, weil hier siehst du, dass es nicht um Gesundheit gehen kann. Das ist jetzt dein Job, das ist deine Aufgabe zu sagen, okay, das ist der Beweis dafür.
Ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo Menschen für ihre eigene Gesundheit einstehen. Und das heißt nicht, dass sie gesund sind. Bitte verstehe mich richtig. Es heißt einfach nur, dass wir die Verantwortung übernehmen für das, was wir sind, für das, was wir denken, für jeden Fehler, den wir machen, für jede Scheiße, die wir machen, für jede Diskriminierung, die wir wollen, für jede Spaltung, die wir nähren. Das bedeutet für mich Menschsein. Nicht abzuhauen und unser Menschsein zu degenerieren. Ganz ehrlich, wir haben uns vom jagenden Neandertaler zum Hausmann mit Diabetes entwickelt. Oder? Es ist eigentlich nicht lustig. Aber ist nicht lustig, aber ist doch so. Und dann stellen wir uns die Frage und lenken alles auf Corona. Aber was war denn vorher? Was war vor Corona? Es gibt so viele Sachen, die vorher schon da waren, die alles erst, die Basis erschaffen haben dafür, was wir heute sehen. Und wir haben das provoziert, Corona. Wir haben das provoziert, wir haben das heraufbeschwört. Ja, und wir müssen wieder die Verhältnisse sehen. Wir müssen die Augen aufmachen und erkennen, was wirklich das Problem ist. Und da sage ich nicht, dass Corona keine Gefahr ist. Ich sage auch nicht, dass es Corona nicht gibt. Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass wir vielleicht die echten Probleme, die unten drunter liegen, die das erst möglich gemacht haben, dass wir das außer vom Blickfeld verlieren. Und deswegen sagen wir, geh zurück vor die Zeit, vor Corona. Und stell dir die Frage, was ist dort schon schiefgelaufen? Ja. Und was für ein Mensch möchtest du sein? Wie viel Mensch steckt noch in uns? Und in welche Zukunft wollen wir gemeinsam gehen? Wir kämpfen alle für das Gleiche. Wir stehen heute hier für jeden Menschen, egal für was er sich entschieden hat. Weil ich keinen Bock auf Spaltung habe. Ich habe Lust auf Verbindung, auf Connection. Dass wir uns wieder an die Pfoten nehmen. Pfote. Mit dem Scheiß aufhören. Reiß euch ja doch mal zusammen. Weil erst wenn das passiert, dann hat diese Hypnose keine Kraft. Und dann können Teile in dir nicht mehr entführt werden. Aber es geht übrigens nur durch Mitgefühl. Brücken bauen. Um das jetzt langsam mal zu einem Abschluss zu bringen, meine Lieben. Der Titel von diesem Live-Talk ist ja, wie viel Mensch steckt noch in uns? Und auch wenn das vielleicht nicht immer so rüberkam, Jeffrey und ich sind der absoluten Überzeugung, da ist noch sehr viel Mensch in dir, in mir, in uns allen. Und so viel unglaublich Gutes und Einzigartiges, was gerettet werden muss. Was wir nicht so leichtsinnig aufgeben sollten. Nur weil wir Sicherheit statt Mut gewählt haben. Das heißt nicht, dass das Mutige in uns aufhört zu leben. Es heißt, dass wir heute viel, viel lauter aufgefordert werden, für uns selbst einzustehen. Die Vergangenheit und das Karma dieser Erde sind unsere wichtigsten Lehrmeister heutzutage. Wir wissen, was in unserer Geschichte verborgen liegt, oder? Wir wissen von den Hexenverbrennungen. Wir wissen von brutalsten Diskriminierungen. Wir wissen davon, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Individualität und Außergewöhnlichkeit gejagt, getötet wurden. Wir wissen, dass es etwas in uns gibt, was zutiefst dunkel und böse ist. Wir können es nicht verleugnen. Wir sind in der Lage,
großes Leiden zu erschaffen für uns und für andere. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit über uns. Irgendwann hat die Kirche gesagt, es gibt den Teufel. Hüte dich davor. Und sie hat uns eine ganz große, große Lüge aufgetischt. Den Teufel gab es noch nie. Aber das Teuflische, das findest du in jedem von uns. Und um dich davon abzulenken, dass du das Gute in dir nähren könntest, wurde dir die Lüge vom Teufel aufgetischt. Damit du dich schützt, damit du andere diskriminierst, damit du überall einen Feind siehst, wo vielleicht eigentlich Portale hin zu deinem Potenzial gewesen wären. Und wir müssen aufhören, uns einreden zu lassen, dass wir schwache, machtlose Wesen sind, die geregelt werden müssen, denen man beibringen muss, was es heißt, das Richtige und Gute zu tun. Solche Wesen sind wir nicht. Wir sind designt worden für echte Liebe und echtes Mitgefühl. Und nur weil wir vielleicht für eine kurze Zeit unsere Macht darüber abgegeben haben, uns mit unseren Schatten zu beschäftigen, heißt es nicht, dass wir hier unsere Menschlichkeit verlieren. Nein. Wir finden sie wieder. Und wir geben sie von dort aus nie, nie wieder so leichtsinnig her. Ich glaube an das Gute in dir, weil ich auch bereit bin, das Böse in dir zu sehen. Ich glaube an das Gute in mir, weil ich bereit bin, auch das Böse in mir zu sehen. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit für uns alle, zu einer echten Gefahr zu werden. Die Normalität, dem blinden Gehorsam zu gefährden und es in Kauf zu nehmen, eine Stimme zu haben, Mensch zu sein. Danke. Und damit meinen wir übrigens nicht, dass du jetzt rausgehen sollst und blind in der Welt rumrebellieren sollst. Mit Stimme meinen wir, dass wir auf diesem dünnen Eis uns bewegen und in Kauf nehmen, einzubrechen. Ich weiß, dass manche Menschen vielleicht diesen Talk jetzt in eine Schublade stecken oder irgendwas raushören, was wir gar nicht gesagt haben. Das nehme ich in Kauf. Ich weiß, dass es passieren wird. Das ist mir bewusst. Und wir wollten jeden Einzelnen, egal auf welcher Seite du stehst, heute die Möglichkeit geben, die Brücke zu sehen, die wir gerade gebaut haben. Indem wir alle einen gleichen Nenner kreiert haben. Und jetzt kommt's, dieser gleiche Nenner liegt nicht auf der Lichtseite. Und ich kann jetzt zu dir sagen, hey, wir sind alle Liebe. Also lass uns wieder auf Liebe besinnen. Aber ich glaube, das ist viel wichtiger zu sagen, dass die gleichen Nenner auf der Schattenseite liegen. Denn erst wenn du das erkennst, was du nicht sehen willst, ich bin blind und ich liebe es, aber heute erkenne ich mehr über mich und über die Welt, weil ich vorher akzeptieren konnte, dass ich blind gewesen bin. Erst wenn ich akzeptiere, ich bin blind gewesen, kann ich jetzt heute mehr sehen. Wenn ich nicht akzeptiere, dass ich bis zum heutigen Tag blind gewesen bin, kann ich mich auch nicht dafür entscheiden, etwas Neues zu sehen. Weil ich die ganze Zeit dann eine Augenbinde aufhab. Wir haben heute eine Brücke gebaut zwischen beiden Seiten.
Und mein Wunsch oder unser Wunsch ist es, dass wir jetzt diese Brücke überqueren. Und dann auf der anderen Seite die Wahrheit über diesen Menschen und über diese Seite sehen und in uns selbst wieder integrieren. Vielleicht müssen wir alle die Seite wechseln, damit wir das gesamte Bild sehen können. Teil mit Menschen diesen Satz: Ich bin blind und ich liebe es. Konfrontiere Menschen mit diesem Satz. Das meinen wir mit habe eine Stimme. Wenn wir sagen rebellier, meinen wir vor allem auch rebellier gegen deine eigenen Zweifel, die dir sagen, hey, du hast nichts zu geben, du hast nichts zu sagen, du hast keine Stimme. Manche Regeln sind wichtig. Manche Gesetze sind wichtig. Manche Vorschläge sind auch wichtig. Aber alles hat einen Schatten. Punkt. Und den dürfen wir hinterfragen, den dürfen wir beginnen zu sehen. Um das ganze Bild wieder für uns zu sehen. Danke. Punkt. Und ich weiß nicht, ob dieses Video online bleiben wird. Ich weiß nicht, was Instagram damit macht. Aber ja. Wir haben es ja auch noch extra recorded. Aber ich hoffe, du kannst unser Herz spüren, für was wir kämpfen, für was wir einstehen. Ich glaube, das haben wir deutlich gemacht. Danke an all die über 1000 Menschen, die jetzt heute Abend diesen Abend mit uns verbracht haben. Danke. Und ja, wir hatten wirklich auch einfach Respekt vor diesem Talk, Jeffrey und ich. Aber ich glaube... Ja, wir haben versucht, nichts zurückzuhalten, was wir denken, wie wir das sehen und... Ja. Ich hoffe, du kannst das Feuer spüren. Ich habe noch etwas Allerletztes, was ich sagen möchte. Mhm. Danke, Jeffrey. Danke, Baha. Es gäbe niemanden, mit dem ich lieber so einen Live-Tag gemacht hätte. Weiter oben habe ich gelesen, das geht mir auch so. Batman und Robin. Und die Frage ist, wer von uns beiden Batman ist? Who the fuck is Robin? Das sind die Elternteile von Batman. Ich kenne den Robin gar nicht. Wissen? Was? Elternteile? Die älteren Teile von Batman. Ich kenne Robin. Älteren. Ja. Ich kenne Robin gar nicht. Batman und Robin. Das ist sein Komplize. Doch, ist der toll? Ja. Auch damals im Dark Knight, da kam auch der Robin mit dazu, aber die hat ja keinen neuen Teil gemacht, der Christopher Nolan, deswegen kam er nicht zum Zug, aber da haben sie ihn auch kurz gezeigt. Ich möchte aber dennoch Batman sein. So. Danke dir, Baha. Das wollte ich auch noch sagen. Gerne, Jeffrey. So. So. Was machen wir jetzt? Jetzt könnte man einfach eine schöne Fete noch feiern, oder? Irgendwo. Auf einem anderen Planeten. Nein, Spaß beiseite, ihr Lieben. Wir bringen das jetzt zu einem Punkt, bevor das jetzt ausartet in einen Smalltalk, der einfach uferlos ist und gar nichts bringt, sinnlos ist. aber Jeff und ich sind jetzt ein bisschen aufgedreht. Deswegen haben wir immer nach so einem Live-Talk, es wird heute eine lange, lange Nacht. Aber bitte lasst uns Feedback zukommen. Wie fandest du den Live-Talk? Teil ihn mit so vielen Menschen, wie es nur geht. Wir werden das hier direkt auch hochladen. Batman und Superman. Ja! Oh. Das finde ich cool. Weil ich möchte nicht Robin sein. Okay. Ich möchte Batman sein. Okay. Danke, ihr Lieben. Bis bald. Und ich wollte jetzt gerade hier Batman nach hinten, aber... Mach nur. Nee, das ist...
bringt das ja nichts. Deswegen. Das ist Schmarrn. Ciao. Ging nicht so schnell, wie ich wollte, deswegen. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.